Einem Kind zu gestatten, sich unabhängig durch ein Problem zu kämpfen, hilft ihm dabei, Einfallsreichtum und Fleiß zu entwickeln. Gerade eben müht sich der 2-jährige Leo damit ab, sein Dreirad die Stufen hinaufzubekommen, damit er es den Parkweg hinunterfahren kann. Seine Eltern sind in der Nähe und sehen, dass er sich schwer tut. Leo ist aber weder in Gefahr, noch ruft er sie zur Hilfe. Sie widerstehen der Versuchung, sein Problem für ihn zu lösen. Leos Eltern brauchen jede Menge Willenskraft, um nicht einzugreifen, während sie ihn beobachten. Leo braucht viel länger für die Aufgabe als die meisten Erwachsenen und ist stellenweise sehr frustriert. Nichtsdestotrotz beobachten sie ihn und bewundern seine Fähigkeit, ein Problem zu lösen, seine Kraft, Geduld und sein Durchhaltevermögen. Wenn es Leo gelingt, das Dreirad dorthin zu bekommen, wo er es hinhaben möchte, ist er alleine dafür verantwortlich und das weiß er. Er fühlt sich fähig und stolz und kann zur Belohnung die Fahrt den Weg hinunter genießen.